So, zurück zum Thema KI. Es war ein großes Thema dieses Jahr auf der DMXCO. Und obwohl es super spannend ist, kann es auch manchmal ziemlich entmutigend sein. Unser nächster Redner taucht in die rechtliche Perspektive der KI ein, um uns dabei zu helfen, alle Sicherheiten, die wir im Zusammenhang mit der KI haben könnten, zu erkennen. Bitte begrüßt mit mir Margret Knitter von SKW Schwarz Rechtsanwälte. Willkommen auf der Bühne. Viel Spaß. Hallo miteinander. Ja, ich freue mich hier zu sein. Gestern habe ich ein Panel gehört vom BVDW, wo es hieß, fast 70% der Unternehmen in Deutschland haben Hemmungen, KI einzusetzen aufgrund der rechtlichen Unsicherheiten. Deswegen ist gut, dass ich heute da bin und etwas Licht ins Dunkel bringen kann. Zunächst einmal zu meiner Person und zu der Kanzlei. Ich bin Rechtsanwältin bei SKW Schwarz. Ich habe es mir leicht gemacht. Ich habe einfach ChatGPT gefragt, spuck mir doch mal aus, ich bin bei der DMXCO. Wie würdest du SKW Schwarz vorstellen? Das lese ich mal vor. SKW Schwarz ist eine renommierte Anwaltskanzlei mit einer langjährigen Tradition und einer starken Präsenz in der Rechtsberatung. Unsere Kanzlei zeichnet sich durch eine breite Palette von Rechtsdienstleistungen aus, darunter Wirtschaftsrecht, IT-Recht, Datenschutz, geistiges Eigentum und viele weitere Fachbereiche. Wir sind stolz darauf, auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz eine Vorreiterrolle einzunehmen und so weiter. Also, ich hätte es nicht besser sagen können, das sind wir. Wir sind 130 Anwälte an 4 Standorten in Deutschland. Ich persönlich mache alles, wenn es um Brands geht, bin aktiv tätig in der Branded Content Marketing Association und leite unsere Fokusgruppe dazu. Aber jetzt zur KI. Ich habe das in 3 Hauptgruppen aufgeteilt. Ich werde erstmal beleuchten, was muss man rechtlich wissen, wenn es um den Input geht in die KI. Was ist mit dem Ganzen, was die KI ausspuckt? Und schließlich möchte ich kurz Einblicke geben in die geplante Gesetzgebung innerhalb der EU. Fangen wir an mit dem Input. Hier habe ich ein Beispiel mitgebracht. Das ist jetzt ein Originalfoto, nicht von der KI generiert, von der Künstlerin Carla Ortiz. Das ist Dr. Strange aus dem Marvel-Universum. Und um solche Art von Bildern geht es in einer Klage in den USA, die Carla Ortiz und noch andere KünstlerInnen jüngst im Juli diesen Jahres eingereicht haben. Der Vorwurf ist, die KI generiert Bilder im Stil der KünstlerInnen, also im Stil vielleicht von sowas. Und dahinter steckt, dass die KünstlerInnen sich ja, um ihre Schöpfung betrogen fühlen und keine Kompensation bekommen. Und deswegen haben sie geklagt. Juristisch steht dahinter die Frage, ob ein KI-Anbieter eine urheberrechtliche Verwertungshandlung, klingt jetzt sehr juristisch, vornimmt, wenn er seine KI mit geschützten Werken füttert, also trainiert. Und dazu ist zu sagen, aus europäischer Sichtweise muss sich der Klage einen Dämpfer geben. Der Stil, das Kopieren eines Stils ist urheberrechtlich kein Problem. Also ich kann Van Gogh Bilder, ich kann Bilder im Stile von Van Gogh machen oder im Stile von Carla Ortiz und eine KI kann das genauso. Deswegen bleibt mal abzuwarten, wie die US-Gerichte das sehen. Fazit, also Stil kopieren ist okay. Was ist denn sonst noch mit dem Trainieren der KI? Darf der KI-Anbieter die Trainingsdaten verwerten? Es ist ja so, dass die Webcrawler, deswegen Spinne oder auch Spider genannt, alles, was sie im Internet finden, also als Trainingsdaten, was ihnen gegeben wird, durchforsten und nicht darauf achten, ob das jetzt urheberrechtlich geschützte Werke sind oder nicht. Und das ist die Frage, ob das erlaubt ist.
In Europa haben wir dafür einen Erlaubnistatbestand. In Deutschland ist es der Paragraph 44b Urhebergesetz. Da wird Text- und Data Mining erlaubt. Das ist eingeführt worden durch eine Directive, die Digital Single Market Copyright Directive aus dem Jahre 2019. Die hat es ermöglicht. Da wurde das auch in Deutschland dann eingeführt. Das maschinelle Lernen ist also erlaubt. Alles, was im Internet frei verfügbar ist, dürfen KI-Anbieter demnach verwerten. Allerdings, jetzt kommen die Ausnahmen, es besteht eine Löschungspflicht. Also der KI-Anbieter muss dann, nachdem er seinen Trainingskorpus erstellt hat und die KI trainiert hat, das alles wieder löschen und darf das nicht verwerten für weitere KI-Systeme. Wenn man sich rechtlich richtig verhalten will, und das ist die Frage, ob das so gemacht wird. Zweite Ausnahme ist, dass Schöpfer von, also Urheber, sich das vorbehalten können. Die können also sagen, hallo, ich möchte nicht, dass ihr meine Werke verwendet für das Trainieren. Hier wird also das bekannte System im Urheberrecht umgedreht. Normalerweise ist es ja immer so, wenn ich was Geschütztes verwenden will, dann muss ich vorher den Urheber fragen, darf ich das? Hier ist es anders. Man darf alles verwerten für das maschinelle Lernen, solange nicht der Urheber vorab widerspricht. Wie macht er das? Im Gesetzestext heißt es, er muss eine Erklärung abgeben in maschinenlesbarer Form. Ja, also das wird in der Literatur jetzt noch umstritten. Was heißt das genau? Also es muss eben so sein, dass ein Crawler das automatisch erkennen kann. Das ist noch nicht ganz klar, was da wirklich dann anerkannt wird von den Gerichten. Und überhaupt ist es auch für die Urheber wahnsinnig schwer, das natürlich zu kontrollieren. Wurde mein Werk da jetzt verwertet oder nicht? Wie soll das gehen? Also es ist schwierig aus Sicht der Urheber, aber gut für die KI-Anbieter. Ja, in dem Zusammenhang, die New York Times hat kürzlich ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen geändert. Die haben das jetzt klar gesagt. Sie wollen nicht, dass ihre Inhalte zum Trainieren von KI verwendet werden. Google hat daraufhin einen Lizenzvertrag mit der New York Times geschlossen für die Dauer von 3 Jahren zu 100 Millionen Dollar. Die zahlen tatsächlich 90.000 Dollar pro Tag, so habe ich es zumindest gelesen. Also da sieht man, was es denen wert ist. Als KI-Anbieter soll man wissen und hier mitnehmen als Takeaway, dass die Beweislast beim KI-Anbieter liegt. Er muss am Ende beweisen, alles, was ich gesammelt habe und trainiert habe, meine KI, war urheberrechtlich frei. Keiner der Urheber hat dagegen einen Nutzungsvorbehalt erklärt. Das muss er dann am Ende dokumentieren und dafür muss er Sicherungsmechanismen eingebaut haben. Hier ist noch ein weiteres Beispiel aus der Praxis, auch ein Fall, der vor den US-Gerichten anhängig ist. Links sehen wir ein Bild von Getty Images. Und rechts ein Bild, was eine KI ausgeworfen hat. Das ist also eine Klage von Getty Images gegen den Bildgenerator Stable Diffusion. Und Getty Images wirft Stable Diffusion vor, ihre Bilder millionenfach zum Trainieren ihrer KI verwendet zu haben, ohne eine Lizenz zu zahlen. Das ist jetzt der Unterschied zu dem ersten Fall, den ich geschildert habe mit Carla Ortiz. Getty Images hat ja das Businessmodell, dass man Lizenzen zahlt. Und das haben die KünstlerInnen, so ein Businessmodell haben die nicht. Deswegen gebe ich aus europäischer Sichtweise der Klage, also kann man nicht vergleichen, gute Erfolgschancen. Zudem, wenn ihr mal genau guckt, also Getty Images ist in dem Original ist ein Wasserzeichen enthalten und selbst in der von der KI produzierte Bild ist immer noch ein Wasserzeichen drin von Getty Images. Auch da frage ich mich, ob das nach europäischer Sichtweise, dass der Paragraph zum Data Mining eingehalten wurde, der ja besagt, alles muss gelöscht werden nach dem Training. Dann hätte das ja gar nicht passieren können, wenn wirklich die Sachen nicht 1:1 verwendet werden. Also wir werden sehen, wie in den USA darüber entschieden wird. Da ist das Stichwort Fair Use. Gut, noch das Letzte zum Input sind Prompts. Darf der Ersteller eines Prompts fremde Inhalte bei seiner Abfrage verwenden? Das ist ja ganz üblich. Man nimmt einen urheberrechtlich geschützten Text,
kopiert den in den Prompt rein und sagt, bitte mach mir davon eine Zusammenfassung. Oder gib mir die 5 wichtigsten Bullet Points. Ist sowas zulässig? Urheberrechtlich ist es schon eine Vervielfältigungshandlung. Also auch da brauche ich die Zustimmung des Rechteinhabers. Aber so wie bei dem Data Mining gibt es das bereits im Gesetz. In Deutschland ist es der Paragraph 44a. Demnach ist eine vorübergehende Vervielfältigung, das nennt man Vervielfältigung, wenn ich das in den Prompt reinkopiere, zulässig. Was ist vorübergehend? Die Werkkopie, die ich da angestellt habe, also das Gedicht oder das Werk, das ich da reinkopiert habe, muss nach dem technischen Vorgang automatisch gelöscht werden. Und das ist eben das Problem. Wenn ich als Nutzer was in die KI eingebe, weiß ich ja nicht, ob die KI meinen Prompt automatisch, nachdem sie was ausgeworfen hat, wieder gelöscht hat. Und das wäre aber erforderlich, um keinen Rechtsverstoß zu begehen. Ja, also das heißt, als Prompt-Engineer oder als Unternehmen, die Prompts eingeben und es täglich nutzen, ist es wichtig, mehr Kenntnisse zu haben, um über die Funktionsweise der KI, soweit das überhaupt möglich ist, um sich rechtstreu zu verhalten zu können. Fein, jetzt komme ich zum Output. Was ist damit, was die KI generiert? Wer hat daran Rechte? Ist sowas überhaupt urheberrechtlich geschützt? Ausgangspunkt im Urheberrecht ist immer das Werk. Und ein Werk liegt nur dann vor, wenn es sich um eine persönliche, geistige Schöpfung handelt. Heißt auf Klartext, es muss immer ein Mensch dahinter stehen. Ihr erinnert euch vielleicht an den Fall von dem Affen-Selfie, was ich hier jetzt mitgebracht habe, von 2018 ist das. Da hat ein US-Gericht auch nochmal gesagt, obwohl der Affe selber ausgelöst hat, die Kamera, und von sich ein Selfie gemacht hat, Tiere können keine Urheber sein. Und genauso ist es mit der KI, die sind keine Menschen. Auch der KI-Anbieter, also OpenAI, ist nicht Urheber des Werks, was dahinter nachher rauskommt. Und deswegen ist herrschende Meinung derzeit, alles, was die KI ausspuckt, ist frei. Ist gemeinfrei und kann jeder verwenden. Davon zu unterscheiden ist natürlich, wenn es ausgespuckt wird und ein Mensch dann damit weiterarbeitet und eigene gestalterische Entscheidungen trifft, dann kann das natürlich schon wieder ein urheberrechtlich geschütztes Werk sein. Aber der reine Output von der KI ist gemeinfrei. Ja, wenn wir jetzt sagen, das ist alles gemeinfrei, wer haftet denn dafür? Denn Stichwort Halluzination, die KI spuckt ja auch falsche Ergebnisse manchmal aus. Ja, wieder dasselbe Thema. Was ist mit der KI? Also die KI selber? Nein, die kann nicht haften. Die hat schon gar kein Vermögen, auf das man zugreifen könnte. Und ist eben die E-Person gibt es bei uns nicht. Oder also weltweit ist das anerkannte Meinung. Was ist mit dem Hersteller? OpenAI. Wenn der das sich diese Maschine erfunden hätte, dann wäre das ja nie passiert. Dann wäre dieses falsche Ergebnis nicht rausgekommen und es wäre nicht zum Schaden von Menschen vielleicht oder sonstigen Schaden gekommen. Ja, aber Fakt ist, OpenAI hat ja gar keinen Fehler gemacht. Statistisch gesehen war die Antwort der KI richtig, auch wenn es inhaltlich ein falsches Ergebnis war. Also auch da kann man sich nicht an den KI-Anbieter halten, in der Regel, wenn man einen Schaden erlitten hat. Anders schaut es aus mit dem Anbieter. Also Beispiel eine Textagentur. Eine Textagentur lässt sich was umschreiben von der KI und verwertet das und hat damit aber Rechte Dritter verletzt, die würde dann dafür auch haften müssen. Also Tipp an alle Agenturen oder Anbieter von KI, immer, ist ja klar, genau prüfen, was die KI ausspuckt und schauen, dass ihr keine Urheberrechte verletzt insbesondere. Und schließlich auch der Nutzer des Ergebnisses. Es war schon immer so, wenn ich als Unternehmen mir von der Agentur ein neues Logo kreieren lasse und das auf meine Website dann verwende oder in der Unternehmenskommunikation und dann stellt sich raus, das Logo verletzt Rechte Dritter, muss ich dafür als Unternehmer haften? Und da kann ich mich nicht drauf rausreden. Ja, aber die KI hat mir das ja rausgelassen.
gut, noch ein Schwenker zu, das waren jetzt alles Urheberrechtsthemen, noch ein Schwenker zu Persönlichkeitsrechten. Ich habe hier ein paar Deepfakes mitgebracht, die ihr sicher kennt. Der Papst im coolen Moncler-Downmantel und Trump, wie er festgenommen wurde oder überwältigt wurde, was so alles nie passiert ist. Gegen sowas kann man sich wehren, in der Regel aufgrund Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte, denn das Recht an seinem eigenen Bild, an seiner eigenen Stimme ist geschützt. So, die letzten Minuten, ein Ausblick in die geplante Gesetzgebung durch die Europäische Union. Der erste Entwurf der sogenannten KI-Verordnung ist schon über 2 Jahre alt. Da hat sich wahnsinnig viel getan seitdem, insbesondere seit ChatGPT auf dem Markt ist, ist es erst überhaupt so in den Köpfen da, was generative KI alles kann. Das heißt, die Regulierung von damals ist jetzt durch die Technologie überholt worden. Europa fängt jetzt eigentlich nochmal von vorne an zu diskutieren über diesen Entwurf. Was ich schon mal mitgeben kann, über alles, was ich jetzt geredet habe, über Urheberrechtsverletzungen oder Persönlichkeit, darum geht es in der KI-Verordnung nicht. Es geht also nicht darum, darf die KI mit diesen Daten gefüttert werden, was ist mit einer Kompensation, gibt es dafür Vergütungen, sowas, darum geht es nicht. Es geht um die Haftung und es geht um Transparenzpflichten. Und der jetzige Entwurf sieht so aus, dass es insbesondere 4 Klassen gibt. Es wurde klassifiziert nach Risiko. Es gibt also ganz schlimme KI. Das ist da in dem ersten Cluster, der soll verboten werden. Also Beispiele, soziales Scoring, Gesichtserkennung aus sozialen Medien, biometrische Klassifizierungssysteme. Dinge, die wir aus China kennen, sollen in der EU verboten werden. Dann gibt es Hochrisikosysteme. Das ist alles, wenn Dinge ein Risiko darstellen können für Gesundheit und Sicherheit, also im Produkte in der Luftbranche oder Spielzeuge, Fahrzeuge, wenn die mit KI betrieben werden, dann ist es die Spalte 2 und da sieht die Verordnung vor, dass sowas durchgehend zu kontrollieren ist und es besondere Transparenzpflichten gibt. Begrenztes Risiko sind zum Beispiel Deepfakes. Da soll auch dann transparent gemacht werden, hallo, pass auf, das ist mit KI, damit der User dann selber entscheiden kann, möchte ich das nutzen oder nicht. Und alles andere, es soll frei einfach auf den Markt kommen. Und schließlich, durch diese jüngst aufgenommene Diskussion, ist wohl jetzt klar, dass noch eine fünfte Klassifizierung aufgenommen wird für die generative KI. Die gab es bislang gar nicht. Ja, also es wird sich zeigen, ich glaube, die KI-Verordnung, die ist dann für 2026 geplant. Das dauert also noch ein bisschen, bis die da sein wird. Und die muss dann halt einen Spagat finden, inwieweit man das alles in geordnete Bahnen lenken will und wie weit man es regulieren will. Denn der Vorwurf ist ja immer, je mehr wir regulieren, desto mehr ersticken wir diese Technologie im Keim. Und das will auch wieder keiner. Also, es bleibt abzuwarten, wie die den Spagat schaffen und was dann am Ende tatsächlich in die Gesetze einfließt. Das wäre es von mir. Vielen Dank.